Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Robocop Rogue City. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben, glaube ich, hier alles in Detroit abgeschlossen. Das heißt, unsere nächste Aufgabe ist es, zum OCP-Hauptquartier zu fahren. Denn wir haben herausgefunden, dass der alte Mann anscheinend hier mit Randall unter einer Decke steckt. Und die müssen wir jetzt natürlich zur Rede stellen. Und daher werden wir uns jetzt mal auf den Weg zu unserem Auto machen, damit wir hier auch weiterkommen. Vielen Dank übrigens an alle, die auch in der letzten Folge wieder einen Daumen nach oben gegeben haben. Sehr cool von euch. Und wenn euch die Folge gefällt, wäre es natürlich schön, wenn ihr auch wieder einen Daumen nach oben gebt. So, ich hoffe mal, dass wir nichts verpasst haben hier in dem Gebiet. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo noch was sein soll. Von daher werden wir einfach mal das Gebiet verlassen und zum OCP-Hauptquartier fahren. Nochmal gucken, was da abgeht. Wir sind sogar schon instant da. Omni Consumer Products. Oh, ganz schön hohes Gebäude. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht jeden Raum durchsuchen. Hey, hoffe ich mal. Können wir einfach abhauen. Die Daten von deinen Evaluations haben benutzt, um eine Afterlife-Präsentation zu machen. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Das ist aber ein schöner Zufall. Wir wollen wissen, was Afterlife ist, und hier gibt's gerade eine Präsentation zu Afterlife, und der alte Mann ist sogar auch da. Hi. Oh, es hat gar nicht gepiepst. Dann ist ja gut. Dann können wir ja weitermachen. Haben wir hier irgendwelche Bonusaufträge hier drin? Nein, haben wir nicht. Na gut. Dann werden wir mal gucken, was hier so alles ist. So, was sagt die Karte? Momentan nichts Besonderes, links und rechts. Keine besonderen Räume oder so. Ich wusste nicht, dass heute dein Kind zum Arbeitstag bringt. Ich hatte keine Wahl. Seine Nanny hat sich heute Morgen getötet. Was? Das Kindermädchen hat sich heute Morgen umgebracht und er wusste es nicht mal. Und die sagt das einfach so casual-mäßig. Oh, Ortiz. Hey, Robo, könntest du das Problem, wir haben? Okay, dann gucken wir mal hier. Irgendeine Nebenquest. Es gab eine Security-Breach, die ich zu investigieren muss. Aber jemand muss diesen Trespasser aus dem Gebäude eskortieren. Ich könnte in beiden Fällen helfen. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Oh. Aber ich würde schon eher sagen, dass OCP keine unschuldigen Menschen belästigen darf. Ich meine, wie können wir das jetzt mit Robocops Programmierung in Verbindung bringen, dass wir das hier oben machen? Wahrscheinlich, weil wir selber wissen, dass OCP was in Schilde führt und versucht, die Menschen von Detroit abzuzocken, und wir wollen es halt aufdecken. I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Okay, ist, denke ich, in Ordnung. Dann werden wir jetzt aber mal... Nein, ich wollte mich eigentlich nicht heilen. Ich wollte eigentlich den anderen Auftrag annehmen. So. Dann werden wir jetzt, bevor wir das machen, werden wir jetzt erst die Nebenmission machen, bevor wieder irgendeine Cutscene losgeht. So, das bedeutet, wir müssen hier hin. Da hinten irgendwo. Schauen wir uns aber erst noch hier um. Oh,
Out of concern for our employees, Omni Consumer Products have purchased new sleeping bags. You will be notified by your supervisor about your options. And remember, your efforts are paying off. Ja, schön. Schlafsäcke dürfen jetzt hier einfach durch. Ja, dürfen wir anscheinend. Okay. Dann ist ja gut. Oh, ganz schön groß hier das Gebäude. Wo sind wir jetzt? Sind wir hier hinten? Gucken wir mal schnell, ob hier noch irgendwas ist. Echt ganz schön viel zu erkunden hier, aber alles relativ leer. OCP Silver Cardholders will no longer be allowed to use Diamond Relaxation Areas. Ah, da haben wir aber hier eine Secret-Tür. Öffnen. Die können wir sogar auch einfach so aufmachen. Okay, krass. Wir können einfach so in den Lagerraum, in dem aber nichts ist. Ist er denn das hier wird vielleicht noch wichtig, der Sicherungskasten. Was ist das für ein komischer Raum hier? Das ist ja weird. Wird vielleicht noch wichtig im Laufe der Mission hier. Fragen wir erstmal den Wachmann hier. Was haben wir hier noch? Noch ein geheimer Raum, wo nichts ist. Außer ein paar Bierflaschen. Aber noch zu, okay. Elektronische Schlussfehlfunktion festgestellt. Tür aufbrechen. Ah, das dürfen wir anscheinend. Nee, Genehmigung erforderlich. Dürfen wir nicht. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Okay, wenn einfach so, dass irgendein Typ, random Typ sagt, du darfst das, wenn das ausreicht, dann ist ja gut. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Oh, wir dürfen einfach so hier in den krassen Serverraum, oder was? Okay. Türcode-Richtlinie. Im Rahmen des Programms für intelligentere Arbeiten gibt es eine neue Richtlinie für die Erinnerung an Zugangscodes. Nie wieder Codes vergessen. Ich weiß, dass für viele euch ein Problem darstellt. Deshalb besteht ab jetzt jeder Code aus einer Nummer, die ihr auf einem Plakat in der Nähe finden könnt. Kerngeschehen. Na, ob das so wirklich sicher ist? Ich meine, okay, wenn es niemand weiß, sonst von außerhalb, okay. Aber wenn die jetzt hier einfach Plakate mit Codes aufhängen, das hört ja auch geil. Computer untersuchen. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. So, jetzt müssen wir die Wache ablenken irgendwie. Wie machen wir das? Mit einem Warnschuss in den Kopf? So, you're still here? Technik 7. Ah, cool. Erzählen Sie mir von dem Konflikt mit Ihrem Chef. Security computers connect to the network. It is worth checking if there is another system that needs rebooting. Yeah, it's all brand new. Hasn't been tested before implementation. My boss's idea. I should go and check it out. I'll be on my way. Okay, damit haben wir den abgelenkt. Und jetzt können wir in Ruhe den Computer untersuchen. Mit den Daten für die Reporterin verbinden. Wir sind voll der R2-D2. Daten heruntergeladen, zu Samantha Ortiz zurückkehren. Okay, easy. Echt mal, an jedem Computer nutzen wir einfach diesen Hacking-Dorn in der Hand, wie R2-D2, voll geklaut von dem. So, er steht jetzt hier. Ich will aber auch sonst nichts mehr. Oh, jetzt hat's gepiepst. Aber interessiert niemanden. So, was? Gucken wir nochmal schnell auf die Karte. Nicht, dass noch irgendwo. Ich meine, wir sind im OCP-Hauptquartier. Es könnte schon sein, dass hier auch OCP-Truhen rumstehen. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you
Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do entreden. Is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to sogar eine Direktive I'll von be ihm. Able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Das ist ja sogar eine Direktive von ihm, die Unschuldigen beschützen. Genau das machen wir gerade. Somit können wir das rechtfertigen, hier an der, ich sag mal, an der Grauzone seiner Programmierung zu arbeiten gerade. Code eingeben. Den Bereich nach der Zugangsnummer scannen. Achso, ah, die steht ja auf Plakaten in der Nähe. So ist es also gemeint. Sehr gut. Tür entriegelt. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Jetzt müssen wir uns hier aufladen und dabei die Datenbank durchschaffeln. Piep, piep, piep. Die Daten durcheinander bringen. Sehr gut. Zu Samantha Ortiz zurückkehren. Daten inconsistent. Können wir die Tür nicht wieder zumachen oder so, um Beweise zu vernichten? Nee, können wir nicht. Okay. Orca 300S, the Apex Predator of the Seas. Aha, und Messer verkaufen die auch. Cool. Red Torment Pfefferspray. Oh, Red Torment. Rote Pein. I did some shuffling. Thank you. The people of Old Detroit will not forget what you've done for them. Okay, damit haben wir ihre Aufgabe abgeschlossen. Jetzt machen wir die Hauptaufgabe weiter. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? Ich würde gern Omni-Man finden und mit dem sprechen. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Okay, Konfigurieren. You don't have the proper clearance. Mir egal. You won't be able to access the elevators, sir. Sir. Ja, dann gib mir doch eine Karte, damit ich die Elevators benutzen kann. Oder ich muss wieder R2-D2 mäßig mich reinhacken. Wird auch funktionieren, denke ich mal. Oh, John Mills. Not on my watch. Going up? Das passt jetzt natürlich gut. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in Old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Jeder der Bürgermeister behauptet einfach, dass wir ein Team sind und für ihn arbeiten und mit ihm zusammen, wo Robocop nie da auch nur irgendwas zu gesagt hat oder das bestätigt hat. Oh. Wir sind einfach auch ohne was zu sagen einfach weggegangen. So, wir müssen nach da, das heißt, wir gucken uns erst hier mal so um, was hier noch so ist. Hier sind schon wieder irgendwelche krassen Blast-Doors. Hier ist alles zu. Hier kommen bestimmt Gegner raus, oder? Das wird hier bestimmt wieder... Oh, können wir jetzt auch einfach wieder runterlatschen? Tatsache, wir können es hier selber umgucken. Ach du Scheiße, wo können wir überall hin? Wo können wir überall hin in dem Gebiet hier? Krass. Deserve better. Better job, better office, better water. You need to stay hydrated to conquer the world of business. And where will you get the energy from?
From the source. Source water for a modern-day businessman. Extracted from wells of the driest places on Earth, where simply surviving is the toughest challenge. That's the attitude that you need to stay ahead in the corporate world. Source. Now limited edition flavor. Der Frische eines schmelzenden Gletschers. Das sind schon echt gut. Da haben sie sich gute Sachen einfallen lassen. Alles, was uns auch gerade in der heutigen Zeit betrifft, einfach noch mal ein kleines bisschen überspitzt. Das ist schon gut gemacht. Okay, dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier haben. Wir können ja echt überall hin. Was? Krass, aber es ist aus irgendeinem Grund fast nirgendwo was drin. Aber jetzt interessiert es mich halt auch, was man hier eventuell noch finden kann, theoretisch. Zum Glück ist das nur ein Stockwerk und wir können jetzt hier nicht alle durchgehen, die wir gerade besucht haben. Hier ist nämlich noch zum Beispiel so ein geheimer Serverraum oder Überwachungsraum. Aber hier ist auch nichts komisch. Vielleicht kommen wir da auch erst noch hin. Das kann natürlich sein. Aber so haben wir uns jetzt wenigstens schon mal umgeguckt und haben die Map ein kleines bisschen im Auge. I'm as fresh as a daisy. Didn't you sleep in the office? I did. And I'm telling you, I need to stay here more often. No wife, no kids, just peace and quiet. Okay, ist hier schon wieder irgendein Code? Optimale Temperatur. Bitte beachte darauf, dass die Temperatur im Büro zwischen 20 und 24 Grad Celsius beträgt. Das ist die optimale Arbeitstemperatur. Nichts gegen LA, aber den Thermostat auf die Option Kalifornien ohne Ozonschicht zu stellen, geht einfach zu weit. Okay. Gut, dann haben wir hier auch alles entdeckt. Jetzt können wir, glaube ich, langsam Richtung dahin, wo wir hin müssen. Hier sind zwar noch ein paar einzelne Leute. He never smiles. There must be a catch. He set me up for something. Okay, Toiletten. Premium Lounge. Oh, können wir sogar öffnen. Was ist hier in der Premium Lounge? Ah, Premium Lounge Toiletten oder was? Okay. Da sieht man sogar, während man pinkeln muss, sieht man hier die aktuellen Aktienkurse. Ist ja auch witzig. Branch Manager. Okay, aber auf die Damentoiletten können wir nicht. Und die haben auch nicht keine Premium Lounge. Die haben einfach nur Damentoiletten. Für die Herren gibt es hier eine Premium Lounge. Do you think they hung it upside down? Ich glaube nicht. You have to stop coming to the office. You no longer work here. You were fired last month. Okay. Was haben wir hier? CEO Office. Okay, können wir nicht. Ist das hier Max Becker? Nee. Okay, ich dachte schon. Oh, schöne Aussicht hier. Cool. Na gut, wenigstens noch ein paar Nebengespräche gehört. Aber sonst scheint es hier nichts weiter zu geben. Dennoch, was du sagst. I'm trying to work. Steht am Fenster und chillt. Conference Room. Auf geht's. No one here. What? Es ist aber niemand da. Look around. See if we're missing something. Oh, hier haben wir noch eine Platine. Die nehmen wir natürlich mit. Mittlerweile gibt es auch Platinen, die sind 5 Punkt irgendwas. Also wir haben ja eine 4.2, glaube ich, Platine. Und mittlerweile gibt es auch 5 Punkt noch was. Aber die waren bisher immer schlechter, die wir gefunden hatten. Ich habe ja gesagt, wenn ich eine bessere finde, sage ich euch da Bescheid. Aber bisher ist, glaube ich, unsere noch die beste gewesen. Do not be amazed when a man grows rich. For when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife. OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg.
Is this what you wanted to see? To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, die haben einfach Szenen aus dieser Sitzung mit Blanche genommen, um mich schlecht darstellen zu lassen, glaube ich. Oh, Eve selbst. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Yeah. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. Ja, das stimmt. They'd be dead, you know? Ist wie mit diesem Kryo-Schlaf. Das gibt's ja heutzutage, glaube ich, auch schon. Dass sich todkranke, echte, reiche Menschen einfrieren lassen können, bis es irgendeine Heilung für ihre Krankheit oder sowas gibt. Das klappt ja auch nicht wirklich. Aber es gibt's, glaube ich, schon bei uns in der Welt. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Oh, das kann sein. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Oh, Kühltransporter, das hat was mit den Leichen und diesen Gehirnen zu tun. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Okay, dann werden wir jetzt einfach in sein Büro stürmen. Können wir die Tür hier noch aufmachen? Wir machen mal ein bisschen Durchzug hier. Oh. Aha, was ist das hier für eine Statue? So, so. Interessant. So eine Deko brauche ich auch. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Eine Schusswunde sorgt nicht mehr für einen freien Tag. Okay. Oh, das ist das Büro vom alten Mann. Das ist aber schön. Schön groß. Da sitzt aber nicht der alte Mann. Put your hands up. You are under arrest. Das ist Max Becker. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out.
The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Ah, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife and Delta City, for that matter. Oh, hört Delta City auch auf und Afterlife. Aber darum hat der alte Mann sich wahrscheinlich an dieses Afterlife-Projekt überhaupt rangetraut, weil er selber wusste, er stirbt. Und wahrscheinlich war Afterlife auch seine Möglichkeit, weiterzuleben. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Zack. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Waffenexpo, das ist die Expo. Bitches, come! Kommt rein, ihr Bitches, come. Okay, der feiert jetzt hier eine persönliche Party, oder was? Celebrate. Okay. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That Expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Okay, krass, wie auf einmal wurde alles komplett umgeworfen, was wir überhaupt in dem ganzen Spiel gemacht haben, worum es geht, was wir vorhaben. Von jetzt auf gleich einfach alles anders. Und der hat hier die Bitches eingeladen. Okay, was haben die zu sagen? You could arrest me, Officer. I even have my own handcuffs. Okay. Tanzt die hier gerade mit Heels auf einem Glastisch. Oh, wenn das Max Becker sieht, wie du hier auf einem Glastisch tanzt, mit Schuhen. Und wieder diese Kackmusik von dem aus dem Schlachthaus. Okay. Ja, so sieht's aus. OCP-Hauptquartier verlassen, jetzt müssen wir als nächstes wahrscheinlich auf diese Waffenexpo. Tragedy, that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Das ist schon echt witzig, wie die hier alles darstellen, diese Welt der Zukunft. Das ist schon gut gemacht. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. Alle sind gefeuert, okay. So what about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Okay, Tatsache, wir müssen jetzt zur Waffenexpo. Mann, ist das hier hell drin. Leuchtet da was grün? Ja, da leuchtet was grün. Habe ich denn das noch nicht gesehen? Was ist das? Oh, mehrere Sachen sogar. Verschwundene Büroausstattung. Aha. Toilettenanfrage 2. Das war eine Belohnung für effektive Arbeit. Beneidenswert. Wir alle streben nach höheren Positionen, aber ich möchte eine gewisse Person in diesem Raum daran erinnern, dass das Hereinschleichen in die Toilette der Führungskräfte für Mitarbeiter der unteren Dienstgrad untersagt ist. Okay. Oh, da liegt noch was. Wow, ich habe hier echt viel verpasst. Abschiedsbrief. Liebe Mitarbeiter, wenn ihr mit der psychischen Krise zu kämpfen habt, denkt bitte daran, dass der Sprung in den Vorruhestand mehr Arbeit für eure Kolleginnen und Kollegen mit sich bringt. Fallt euch wie gute Freunde und verzichtet auf drastische Schritte, also nicht in den Vorruhestand gehen. Okay. Hier konnte man noch echt viel finden und XP abstauben.
Das ist natürlich auch wichtig für die Robocop-Bewertung am Ende der Mission, dass ich das jetzt noch gefunden habe. Sonst hätten wir da, glaube ich, auch echt viele Minuspunkte bekommen oder Nichtpunkte. Gucken wir nochmal, was die hier machen. Ist das die vorgeschriebene... Er wurde literally der alte Mann genannt. Are our bonuses safe? Do they know who'll be the new CEO? I hope it won't be that Becker jerk from Security Concepts. Ja, so sieht's aber aus. Will the Japanese take over the company now? We're still on for playing golf at the weekend, right? The old man would have wanted us to keep going. Ja, das hier ist anscheinend die vorgeschriebene Art zu trauern. Das haben sie ja in dieser einen Durchsage gesagt. Na gut, dann werden wir mal das Hauptquartier verlassen und uns bereit machen für die Waffenexpo. Das klingt schon wieder so, als ob es krass eskalieren kann. Überall Waffen da auf der Expo. Das heißt vermutlich auch die scheißnervigen Roboter von Max Becker. Wo sind wir jetzt überhaupt gerade? Aber wir sind schon da bei der Expo, oder? Wettrüsten. Gut, Tatsache. Oh, Leute, guckt mal, wen wir hier haben. Kommt euch der bekannt vor? Das ist Robocop 2. Ja, also nicht der Film Robocop 2, sondern im Film Robocop 2 kommt auch eine Figur vor, die Robocop 2 heißt. Und das ist der hier. Aus dem zweiten Film. Interessant, cool gemacht. We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. Gegen den müssen wir bestimmt noch kämpfen, gegen den Robocop 2. It's showtime. Welcome everyone to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. Okay, die Schweigeminute war eher Schweige 5 Sekunden. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs. Urban Enforcement Droids. Urbane Eingreifdroiden. Oh, coole Mucke, aber. A reliable solution to crime with the push of a button. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so, my machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease?
Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? Das ist witzig, dass der Max Becker will jetzt hier seinen Roboter vorstellen und sie interessiert sich absolut nur für Robocop. Aber wir werden keinen von beiden unterstützen. I support no one. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Mills. But I think we can take your statement as a withdrawal of support. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. And where did I put it? Is that normal? Das war so klar. Das war sowas von klar. Also gut. Machen wir uns bereit für maximale Action. It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. Oh. What is happening? Einfach mal alles explodieren lassen. Oh, da haben wir ein Turret, was wir hacken können. Sehr gut, machen wir doch. Das hilft uns dann wenigstens. Können wir ein bisschen was mit dem Turret hier klein, kurz und klein schießen. Yeah. Das war doch gut. Was haben wir da noch für Raketen? Kann man die auch zünden? Oh ja. Okay. Das ist cool, dass hier so viel explosives Zeug ist. Nice. Ah, hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Aber Robocop 2 ist immerhin nicht böse geworden. Schon mal gut. Was haben wir denn hier sonst noch? How many are there? Oh, there's plenty more coming. It's our flagship product, after all. But I can't do anything to control them without the remote. That's the whole point with the UEDs. The one who has control. I lost the remote somewhere. Just keep shooting. Just keep shooting, okay. Wahrscheinlich hat Wendell Antonowski das Ding. Würde ich jetzt mal tippen. Nehmen wir mal so eine Mine mit. Immerhin haben wir hier viele... Waffen. Und viele Explosivsachen, die wir werfen können. Oh, okay. Okay. Was haben wir hier? Halle A gesichert. Okay. Trotzdem müssen wir uns jetzt hier mal... Oh, schweres Maschinengewehr. Das nehmen wir mal mit. Das könnte gut sein, ein schweres Maschinengewehr zu haben. Ich weiß natürlich nicht jetzt, ob das Maschinengewehr stärker ist als unsere mittlerweile krass upgegradete Auto 9. Aber wir gucken uns mal um. Hier scheint viel rumzuliegen. Auf jeden Fall mal viele Lebenspunkte, die hier liegen. Insgesamt. Gehen wir mal nach oben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich diese verschiedenen Hallen sichern. Aber machen wir mal noch Fertigkeiten hier weiter mehr in Gesundheit. Was haben wir hier oben noch? Nichts. Also, dass man hier jeden einzelnen Stuhl greifen kann, ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man rausfinden will, was man alles nutzen kann. Aber die Map hier sieht schön aus. Das sieht wirklich aus, finde ich. Sieht wirklich aus wie eine Messe. Also das haben sie hier richtig schöne Messestände haben sie hier aufgebaut.
Das sieht gut aus, die Map. Das ist gutes Map-Design hier, zumindest visuell. Ich meine, kampftechnisch kann natürlich in jedem einzelnen Zelt und überall können hier irgendwelche Gegner sein. Ist natürlich schon ein bisschen nervig, weil man überall überrascht werden kann, theoretisch. Aber noch mehr Energieladungen. Ah, gucken wir mal auf der Karte, ob hier irgendwo eine OCP-Truhe ist. Aber hier in Halle 1, da in Halle 2 ist anscheinend eine. Sonst haben wir keine hier. Oh, Max Becker, halt einfach die Fresse bitte. Aber hier scheint keine Items sonst so rumzuliegen, sondern wirklich nur ohne Ende Lebenspunkte und Waffen. Sonst ist hier anscheinend sonst nichts. Schwere Pistole, Desert Eagle liegen da wiederum. Okay, nee, dann können wir weiter. Reparaturkit. Die nächste Halle. What is your plan? I give the orders and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Okay, since I open the gate, you clear the way to Hall C. I remember differently. Your memory is glitchy. Oh, die macht schon auch gut Damage. Die schießen einfach durch. Die schießen zum Teil einfach durch die Wände durch. Wir treffen mal. Wer auch immer sich da versteckt, wir treffen ihn irgendwie nicht. Nee, wir treffen ihn nicht. Okay. Jetzt haben wir ihn getroffen. Okay. Aber Halle B ist noch nicht fertig gesichert. Oh, Granatwerfer. Yeah, oh, hier liegen aber deutlich stärkere Waffen rum. In dem Gebiet hier. Dass sie auch immer diese Monitore sind. Okay. Wow, Kondell ist ja. Okay, das war aber jetzt Halle B. Sehr gut. Da kommt mit Sicherheit auch noch was Größeres. Ich meine, das hier ist eine Waffen... Oh, Scharfschützengewehr. Das hier ist eine Waffenexpo. Das heißt, hier wird mit Sicherheit auch noch entweder, ich würde jetzt mal tippen, entweder ein Ed-209 oder Robocop 2. Einer von den beiden wird hier mit Sicherheit noch auftauchen. Darum habe ich jetzt hier auch mal noch den Granatwerfer dabei. Gut wäre natürlich auch, wenn hier jetzt eventuell noch irgendwo ein Raketenwerfer rumliegen würde, weil die haben wir noch gar nicht wirklich... Das haben wir bisher erst einmal gefunden, den Raketenwerfer. Und da konnten wir das eigentlich nicht nutzen. Aber das hier ist keiner, das ist ein Sturmgewehr. Nee, hier liegt kein Raketenwerfer rum, leider. Trotzdem, dann behalten wir mal den Granatwerfer im Auge. Weiterhin. Vielleicht finden wir ja hier noch einen Raketenwerfer irgendwo. Auf jeden Fall liegen hier sehr viele schwere Maschinengewehre rum. Könnte natürlich auch nicht schlecht sein, wenn jetzt hier so ein großes Vieh kommt. Das weiß ich halt nicht. Lieber ein schweres Maschinengewehr mit 100 Schuss oder einfach nur ein Granatwerfer mit 5 Schuss. Da weiß ich halt nicht, was jetzt besser ist. Aber bleiben wir mal bei den Granatwerfer. Ist cooler halt. Ist halt einfach cooler. Das Tor zur Halle B öffnen. Oh, oh. Ja. Ich habe gerade im Augenwinkel was Großes gesehen.
Why is this device here? Ich glaube, ich treffe den gar nicht. Hallo, ich... Scheiße, ich häng fest. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Granatwerfer macht gar keinen Damage an dem. Okay, das war natürlich nicht so gut. Gucken wir mal, was die Schockwelle gegen den ausrichtet. Nix. You now have 15 seconds to comply. Aua, 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 aua. Braucht noch irgendeine große... Aua. Irgendeine große Knarre. Nimm's. Oh, das macht gut Damage. Okay, das hat doch bisher ganz gut geklappt. Jetzt brauchen wir nur noch so ein Teil. Haben wir hier oben Waffen rumliegen? 1000 Sachen, aber keine Waffen. Oh. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Lauf. Jetzt haben wir hier Sturmgewehr. Na gut, das bringt glaube ich nicht so viel, oder? Noch ein schweres, ja. Damit können wir arbeiten, denke ich. Die Maschinengewehre hier, die sind Gold wert. Ja, die sind wirklich Gold wert. Da haben wir sogar noch eins, oder? Ja. Nachladen. Das Gute ist, in diesem Kampf hier kann man sich wenigstens auch ein bisschen verstecken. Im Gegensatz zu dem Kampf, wo man das erste Mal auf so ein Vieh getroffen ist. Okay, das war's. Alle C gesichert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Auch nicht super, aber... Oh, hier hätte ich noch mehr... Ah, hier ist sogar noch mehr Munition dafür. Laden wir mal nach. Also so gut wie die Auto 9 auch ist, ich glaube, das schwere Sturmgewehr ist noch mal besser. Ja, genug Waffen hätten wir hier schon gehabt, auch andere, aber... Und noch einiges an Munition, einiges zum Werfen. Ja, da hätte ich mich mal ein bisschen besser umgucken sollen. Aber ich meine, es hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Vor allem, oh, Granatwerfer. Nee, ich behalte das... Maschinengewehr, das hat mich jetzt schon überzeugt, das Maschinengewehr. Und wie gesagt, man hatte jetzt hier wirklich viel, wo man sich verstecken konnte und so. Man war nicht ganz so offen und wo man im Prinzip nichts dagegen tun konnte, dass das Vieh einen die ganze Zeit beschießt. Und er hat jetzt auch, oh, hier ist der Raketenwerfer. Oh, den nehmen wir jetzt mal. Und ich hab komplett in der falschen Halle. Ich hatte sozusagen das richtige Gefühl mit dem Raketenwerfer, aber ich habe in der falschen Halle geguckt. Na gut. Aber egal. Wir werden ja auf noch mehr Gegner treffen anscheinend. Oh, was hier explodiert. Oh no. Oh, Wendell. I figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... RoboCop, now that the old man doesn't need you,
I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Ich habe mich schon gefragt. I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Warum der Robocop nicht schon 10 Mal irgendwie umgebracht hat, weil die Chance hatte der schon oft genug. Das war cool. Kurzen Prozess gemacht. Aber mehr haben wir ja anscheinend nicht. Schauen wir trotzdem mal. Nee, hier ist nichts. Was ist das hier eigentlich in der Mitte? Was ist das? Warum ist das hier explodiert? Und warum ist das hier? Und warum ist das jetzt kaputt? Also ich glaube, wir haben hier in diesem Spiel so ziemlich alles gefunden, was OP ist. Ohne Schulungsfrist, nice. Wir haben alles gefunden, was OP ist. Diese Querschläger, dieses Querschläger-Ding ist OP. Hier so ein schweres... Achso, ist eben gar nicht das schwere Maschinengewehr. Aber so wie wir die Auto 9 abgegradet haben, ist OP. Diese Schockwelle, die Gegner one-shottet, ist OP. Ich glaube, wir haben alles gefunden, was einen hier übertrieben stark macht. Aber ist ja in Ordnung, mal da drüben? Nee, nix. Aber ist ja in Ordnung. Können wir jetzt eigentlich... Achso, wir können wieder was skillen, ne? Fertigkeiten. Jetzt können wir hier das letzte auch noch nehmen. Dass man automatisch bis zu 75% seiner Lebenspunkte einfach die ganze Zeit immer wieder automatisch regeneriert. Das ist auch gut. Hier kriegt man echt viele Lebenspunkte. Was denken die sich eigentlich, die Spieleentwickler, wie man hier in dem Spiel auf die Fresse kriegt, dass man so viele Heilpacks braucht. Oh, jetzt geht das wieder los. Jetzt sind wir hier im Lager von der Expo. Okay. Murphy? Immerhin nicht ganz so gruselig wie in dem Supermarkt, da in diesem Einkaufszentner mit den Schaufensterpuppen. Okay, wo muss ich lang? Oh. Oh, wir haben gerade eine Vision davon, dass Louis erschossen wird. Okay. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. Wir müssen dich löschen. Okay. Warum ist hier eine Explosivkiste? Oh. Oh, jetzt schießen die ja wirklich. Auf einmal sind hier wirklich Gegner. Hinter mir was zusammen. Oh, ich muss nachladen. Aua, ey, das kann ich auch. Mist. Versuchen wir es nochmal. Boah, der. Hä? Bin ich jetzt tot? Oder habe ich ihn besiegt? Hä? Ich glaube, ich habe ihn erwischt und dadurch wurde die Cutscene getriggert oder so. Oh. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was
supposed to help you. It served as my collateral. It made sure that you could never touch me. Aber dieses Schiff. Activated with this. Ah. I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh. That's a visual. Stimmt, wir haben ja diesen Chip eingesetzt bekommen. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Hey, und anstatt Robocop umzubringen, gibt er ihm jetzt das Feuerzeug? Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. Nice. You're leaving us again? Don't go. Please. Weird. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program. They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags! What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. Tatsache, das ist dieser Chip. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire! She's right! I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it, but let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. Der hat jetzt die Fernbedienung. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Damit die Kontrolle über alle Roboter. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up.
What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Hey, ich will aber jetzt noch meine Bewertung von der letzten Mission haben. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time. Wir wissen gar nicht, wer die Wahl gewonnen hat. Hey, krieg... Denn Taten haben die Wahlergebnisse beeinflusst. Oh. Okay. Hä, und weil wir jetzt den Chip nicht mehr haben, kriegen wir jetzt keine XP mehr? Keine XP mehr für Fertigkeiten hier nach einer Mission, oder was? Das ist ja Beschiss. Okay. Dann gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Aber anscheinend ist hier nichts mehr. Also ich denke mal, wenn jetzt wirklich der Chip weg ist und wir kriegen diese Bewertungen nicht mehr, dass es jetzt auch langsam dem Spiel, also langsam dem Ende entgegengeht. Weil jetzt kommen wir ja gar nicht mehr an so viele XP kommen, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Nebenmissionen geben, die dann irgendwelchen Einfluss auf die Bewertungen und sowas haben. Von daher kommen wir, glaube ich, wirklich dem Ende entgegen jetzt langsam hier. Herr Pickles geht einfach ans Telefon, zumindest laut den Untertiteln. Oh, wir können auch nicht mehr nach unten. Guckt mal. Und die Samantha Ortiz, die macht ebenfalls hier mit. Oh, und irgendjemand duscht. Okay. Gucken uns trotzdem noch um. Tatsache, der sitzt jetzt hier und nimmt Anrufe an. Okay. Oh, was ein Durcheinander hier. Können wir dann jetzt auch überhaupt noch irgendwelche Sachen hier finden? Weil wenn es jetzt eh keine XP mehr gibt für Sachen aufheben und so, bringt das ja alles nichts mehr, oder? Wie sieht's hier aus? Aber auch hier können wir noch nach unten. Gucken wir uns trotzdem nochmal eben um. Okay, also es hat an das, was man bisher so ausgewählt hat, hat anscheinend tatsächlich Einfluss darauf, wer die Bürgermeisterwahl gewinnt. Stand zumindest gerade da. Dann sind wir mal gespannt, was meine... Eigentlich habe ich mich ja für niemanden entschieden, ja? Bei beiden Bürgermeistern stand mal, ich habe ihn unterstützt und ich habe ihm die Unterstützung entzogen. Also es dürfte ziemlich gleich gewesen sein bei beiden. Hier können wir das Revier verlassen. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Na gut. Dann werden wir in der nächsten Folge krass steil gehen, würde ich sagen, und Detroit auslöschen. Zumindest scheint das jetzt unsere Mission zu sein. Ich hoffe, wem es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.